Hi, ich bin Erwin. Ich bin ein Hai, den man richtig schön sehen kann. Hi deswegen, weil Hi Kinder. Schön, dass ihr alle heute wiederum eingeschaltet habt zu unserer zweiten Ausgabe von Bubble TV. Und bitte entschuldigt, ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Das ist meine erste Hi-Live-Sendung. Ich bin ja auch ein High-Society-Typ. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch ein bisschen etwas heute erzählen über uns Haie. Wir sind uralt, haben große Zähne, superschöne Rippen haben wir auch natürlich. Ja, übrigens Zähne, so schaut dann ein Haizahn aus, wenn er ausgefallen ist. Und das Tolle bei uns Haifischen ist, wir müssen nie zum Zahnarzt, weil wenn uns ein Zahn ausbricht, dann wächst er von hinten einfach nach. Und damit ihr ein bisschen mehr wisst über uns Haie, habe ich mir gedacht, ich bringe ein paar Fotos aus unserem Familienalbum heute mit und möchte euch ein paar Verwandte von mir vorstellen. Beginne ich gleich mit Onkel Tigerhai. Onkel Tigerhai ist leicht zu erkennen, er liebt Surfen und er ist gut zu erkennen an diesen schönen Streifen, die auch ein Tiger hat, die hat er auch unter Wasser. Und das Surfen ist sein Lieblingssport, seine Lieblingsbeschäftigung. Ja? Ich habe ihn mal gefragt, warum, und er hat gesagt, immer wenn ich einen Surfer sehe, dann denke ich an eine Brettlihause. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum. Und dann haben wir Tante Zitronenhai. Tante Zitronenhai ist nicht so rund wie eine Zitrone. Sie ist super schön und schlank, aber sie ist so gelb wie eine Zitrone. Da hat sie auch den Namen bei uns bekommen, Zitronenhai-Tante. Und dann haben wir unseren fleißigsten in der Familie. Den möchte ich euch gar nicht vorenthalten. Das ist ein Handwerker. Das ist Neffe Hammerhai. Gut zu erkennen an seinem Kopf. Nämlich den Hammer. Damit kann er alles unter Wasser richtig gut reparieren. Bei dem hier, das ist Kusoi. Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Wir wissen nicht, warum er nichts weiß, deswegen sagen wir einfach zu ihm weißer Hai, weil er so weiß ist. Und das ist unser lieber Verwandter, der weiße Hai. Dann haben wir einen ganz kräftigen, immer wenn wir Hilfe brauchen und ein starker Typ gefragt ist, mit solchen Muckis da zum Beispiel, ja, dann holen wir ihn, nämlich Kusai Bullenhai. Kräftig, mächtig, stark, er hat auch so einen Ring durch die Nase, damit man gleich erkennt, dass er ein Bullenhai ist. Ja. Und das sind nur ein paar von unseren Verwandten, aber einem, den ich euch auch nicht vorenthalten möchte, ist der größte. 60 bis 100 Jahre wird er alt, der Walhai. Wir haben ihn gefragt, wie bist du denn heißt? Er hat gesagt, hab ich die Wahl, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast die Wahl. Dann hat er nämlich Walhai. Ist ihm wahrscheinlich gerade nichts Besseres eingefallen. Aber er frisst dafür nur ganz kleine Sachen. Auf seinem Speiseplan stehen sogenannte Planktontierchen. Und jetzt fast zum Schluss das vorletzte Bild. Ich traue mir das gar nicht herzeigen, weil er so gefürchtet und so gefährlich ist. Er ist der Gefährlichste. Nehmt euch in Acht. Schaut immer weg, wenn ihr ihn seht, geht vor auf die andere Straßenseite. Warnt alle vor ihm. Er ist mächtig gefährlich, ja. Er ist der Kredithai. Der Kredithai ist er. Er vergibt Kredite zu horrenden Zinsen. Ihr seht schon, er hat immer eine Banknote zur Seite, ja. Und in dem Fall ist es eine ganz, eine tolle Banknote. Seht ihr sie gut? Seht ihr sie gut? Ja. Das ist mit einem Haifisch drauf. Diese Banknote gibt es wirklich, und zwar in Costa Rica. Falls ihr dort einmal hinkommt, könnt ihr die mitnehmen. Wer sie haben möchte, schreibt einen Kommentar auf YouTube hinein. Und ich denke mal, ich verschenke sie dem oder derjenigen, der den lustigsten Kommentar schreibt. Und last but not least möchte ich euch jetzt noch meinen guten Freund vorstellen. Er ist nur etwas schüchtern. Kommst du und schaust du mal rauf? Nein. Kommt, Kinder, ruft's alle miteinander. Komm raus, komm raus, komm raus. Nein. Noch lauter, lauter, ich höre nichts. Ah, ich glaube, ich hole ihn einmal, ja. Er ist immer etwas schüchtern. Los, komm schon mal. Nö, da sind so viele Kinder. Ach, da musst du dich nicht fürchten. Ich bin ja bei dir. Er ziert sich. Aber da ist mein Freund der Teppichhai. Sag einmal Hallo. Hallo. Dein Teppichhai. Er heißt nämlich so, weil er so ein tolles Muster hat wie ein Teppich. Und deswegen heißt er Teppichhai. Wir sagen einmal ein großes Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Freuen uns auf die nächste Sendung, wenn es wiederum heißt Bubble TV. Schaltet ein, habt Spaß und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.